In den frühen 60ern schrieb dieser Song Musikgeschichte. The Girl from Ipanema, der LP Getz Gilberto, wurde eines der weltweit bekanntesten Bossa Nova-Stücke. Und diese Frau inspirierte die Komponisten zu ihrem Millionenerfolg. Die Brasilianerin Elo Pinheiro, die mit nur 17 Jahren an den Liedermachern an einer Bar am Strand von Ipanema vorbeigeschlendert sein soll. Die Muse ging jedoch leer aus, erhielt keinen Cent aus den Einnahmen des Superhits. Aus ihrer Schönheit schlug sie dennoch Kapital. Für den brasilianischen Playboy zog sie sich 1987 aus und legte 2003 mit ihrer ebenso bildhübschen Tochter Filiane nach. Noch im Alter von 63 Jahren präsentierte sie ihre Topfigur am Strand, wie diese Bilder von 2006 zeigen. In ihrer Heimat Rio ist sie ein Star, tritt in TV-Shows und auf Events auf und bleibt nicht nur als Muse des Bossa Nova Songs, sondern auch dank dieser Bilder im Gedächtnis.